Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Vorräte für die Anstrengungen anzunehmen bei Nadja. Ich warte auf eure Servus Mortis an dieser Position. Freundliche und Grüße. Bei dieser Quest soll man aus Nestern, Truhen, Relikten und anderen Behältern in Servus Mortis 10 Vorräte der Erleuchteten besorgen. Die meisten Truhen auf Servus Mortis sind verschlossen. Ich werde es euch zeigen, wo Truhen zu finden sind, die nicht verschlossen sind. Ich werde kurz eine Unterbrechung machen und melde mich, sobald ich bei der ersten Kiste bin, die nicht verschlossen ist. Also, bis gleich. Hier habe ich eine Kiste gefunden, die anscheinend nicht verschlossen ist. Bedenkt aber, alle Kisten, die ich euch zeige in diesem Video, könnte sein, dass sie bei euch nicht da sind, denn solche Schatztruhen, die spawnen auch mal. Also, ich befinde mich aktuell hier. Und es geht um diese Schatzkiste da oben. Die ist ziemlich einfach zu erreichen, man muss nicht kompliziert hüpfen. Und schon bin ich da. Ich versuche euch Kisten zu zeigen, bei denen man nicht ewig hin und her hüpfen muss, bis man sie erreicht. Also schon ziemlich einfach zu erreichende. Und da waren 3 Vorräte der Erleuchteten drin. Weiter geht's. Ich suche weitere Kisten und melde mich bei der nächsten. Normalerweise sollte es in 3 Kisten getan sein. Mal schauen, bis gleich. Da habe ich schon die nächste Kiste. Ich hoffe, die ist nicht verschlossen, befinde mich aktuell hier. Dieses Gebiet ist ziemlich gefährlich, sehr viele Elite-Mobs. Also vorsichtig in diesem Gebiet umherlaufen. Habt ja meine Position hoffentlich gut gesehen. Zur Sicherheit nochmal Map, hier oben bin ich. Und mal schauen, ob hier auch 3 Vorräte drin sind. Und nochmal der Hinweis, die Kiste... Die spawnt auch mal, also nicht wundern, wenn sie bei euch nicht da ist. Okay, hier waren nur 2 Vorräte drin. Weiter geht's zur nächsten Kiste. Ein weiteres Mal, bis gleich. Hier habe ich noch was gefunden. Da war Nideneier. Da können auch solche Vorräte drin sein. Befinde mich an dieser Position. Hier habe ich auch so 2 Spinnen getötet. Die waren im Weg. Mal schauen, ob hier was drin ist. Nein, hier war nichts drin. Also es kann auch mal nichts drin sein. Okay, ich werde das im Video beibehalten im Fertigen, damit ihr auch seht. Es können auch mal keine Vorräte drin sein. Interessant. Na gut, bis zur nächsten Kiste. Ich habe eine weitere Kiste gefunden. Da oben. Befinde mich aktuell an dieser Position. Und mal schauen, ob die nicht verschlossen ist. Die erreicht man ganz einfach, indem man hier hochhüpft oder einfach hochläuft. Hier muss man ein bisschen hüpfen und hoppala, dahin. So, ja, offen, okay. Und nochmals 2 Vorräte. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Hier scheint aber noch eine weitere Kiste zu sein in der Nähe. Die Frage ist nur, wo? Etwa in dieser Höhle hier? Anscheinend. Ich schau mal, ob sie offen ist. Ich mache jetzt keine Unterbrechung. Oben. Anscheinend da oben. Steht nichts dabei vom Schlüssel. Vielleicht ist mit dieser Kiste die Quest fertig. Ah, nur 2. Schade. Leider brauche ich jetzt noch eine Kiste. Hatte ich hier die Map aufgemacht? Nein. Aber ihr habt ja gesehen, wo ich die Kiste da vorgelootet habe und wo ich hineingelaufen bin. Also die waren direkt nebeneinander. Aber zur Sicherheit hier nochmal die Map. In dieser Höhle kann auch noch so eine Kiste sein. Gut, ich werde noch eine weitere suchen und hoffen, dass so ein Vorrat drin ist. Und dann habe ich die Quest schon fertig. Mal schauen. Bis zur nächsten Kiste. Ich sehe sie schon auf der Minimap, aber ich werde sie
nicht im Video suchen. Die ist irgendwo dort oben. Ah ja, bis gleich. Ich habe hier noch eine Kiste entdeckt. Da oben. Beschädigter Behälter der Jivo. An dieser Position. Und jetzt zeige ich euch, wie man da hinkommt. Da muss man hier vorbeilaufen. Ich hoffe, der Mob edit nicht. Falls doch, kann ich totstellen. Ah, sehr gut. Hier hoch. Und dann hier so laufen. Bisschen vor, bisschen zurück. Dann landet man an dieser Position. Und vielleicht ist die Quest jetzt fertig. Jawohl. Und außer den gezeigten Kisten, jetzt in meinem Video, gibt es noch weitere, die leicht zu erreichen sind und nicht verschlossen sind. Also nicht verzweifeln. Ich konnte euch jetzt nicht alle in diesem Video zeigen, denn die, was ich mir gemerkt hatte, die waren natürlich nicht da und ich musste komplett neue suchen. So. Dann werde ich jetzt zur Zuflucht fliegen und mal schauen, bei wem diese Quest abzugeben ist. Gewisser Flugpunkt. So. Und die Zuflucht. Flug sollte nicht allzu lange dauern, hoffe ich. Und da bin ich schon im Landeanflug. Wunderbar. Einmal sprinten. So. Quest ist abzugeben bei Haja. Auf Zeves Mortis. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.